Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weibers Meerwasser zum Tagebuch, sage ich jetzt mal, über das Projekt. Und ja, der Sinn und Zweck des Ganzen ist, ich möchte euch die Entwicklung des Beckens Stück für Stück zeigen, beziehungsweise euch daran teilhaben lassen, was ich im Endeffekt gemacht habe, damit, ich sage es mal, das Ganze nachvollziehbar ist. Wenn euch das interessiert, bleibt dran, bis gleich nach dem kurzen Intro. Ja, wir haben heute Mittwoch und ich nehme das Ganze jetzt hier mal ein bisschen zeitversetzt auf und fange mal einfach mal mit dem an, was jetzt tatsächlich Phase ist in dem Becken. Ich lasse parallel oben immer mal ein kleines Video mitlaufen und zwar, damit ihr seht, wie es an dem entsprechenden Tag ist. Und ja, Tag 1, kurz nach der nach dem Besetzen an dem Sonntag bzw. dann an dem Samstag hat sich eigentlich nicht viel getan. Das Einzige, was sich langsam aber sicher abgezeichnet hat, sind Bakterienbelege gewesen, und zwar im Technikbecken. Die haben sich an diesen Filtersocken von außen gebildet, also im Prinzip wie so ein Pilz außenrum. Und da bin ich erstmal hingegangen, habe die mit einem, ja, mit einem kleinen Kescher, habe die Filtersocken von unten angehoben, rausgehoben, damit die Belege halt nicht sich ablösen ins Technikbecken. Und das habe ich dann 2 Tage gemacht. Ich hatte noch einen kompletten Satz neue hier liegen, habe gedacht, ja okay, die sind gebraucht, tauscht die mal immer tageweise aus. Das hat nicht so ganz funktioniert, weil die neuen Socken sind dann auch innerhalb kürzester Zeit, ja innerhalb von 1,5 Tagen, war dann auch außen auch wieder so eine Schicht drauf. Und ich bin dann jetzt hingegangen und habe die Filtercups aus meinem großen Becken genommen, habe 2 Stück eingesetzt. In dem einen Filtercup ist Aktivkohle drin und in dem anderen einfach nur, so wie ihr es von mir kennt, unten so ein Stück Schwamm und oben dann halt Filterwatte drauf. So, jetzt ist der Besatz, den ich hier drin habe, so wie es ausschaut, ja auch relativ okay. Und ja, es haben sich eigentlich nur 2 Korallen gemeldet, die ein bisschen gezickt haben. Und zwar ist das die Acropora auf dem links oben gewesen, auf dem Teller. Dieser etwas längere Pin. Der hat angefangen von unten weiß zu werden. Das hat aber damit zu tun, denke ich, dass ich die Nährstoffe nicht hundertprozentig eingestellt hatte. Das ist auch eine Sache, wo man darauf achten sollte, wo man dann im Vorfeld dann schon hingehen sollte, bevor man die Korallen einsetzt. Ich dachte, die 2 Tage reichen. Oder ich bin nicht konsequent genug dran geblieben. Fakt ist, Koralle habe ich rausgeholt, habe oben den letzten Pin gerettet, abgeschnitten. Die sitzt jetzt wieder im Ablegerbereich von meinem großen Becken und erholt sich da. Und links unten hatte ich ja die blau-lila Valida. Und die ist dann jetzt im Endeffekt auch, habe ich die vorsorglich rausgenommen, weil die hier und da auch ein bisschen heller geworden ist. Seht ihr vielleicht dann auch gleich in dem Video, was ich oben noch zusätzlich einblende. Die habe ich jetzt definitiv vorsorglich rausgenommen und habe da stattdessen LPS hingesetzt. Oben dann auch noch ein Stück von der Turbinaria hingestellt. Erstmal die etwas einfacheren Korallen. Und ja, die Acropora ganz oben, die auf dem Top steht, die sieht noch gut aus. Die werde ich weiter im Auge behalten. Ich habe jetzt die Nährstoffzugabe erhöht. Ich dosiere die jetzt über die Dosieranlage, zumindest das P. Das N dosiere ich momentan noch von Hand, weil ich das nicht ganz nach den Vorgaben dosiere, wie es auf der Website steht, sondern ein kleines bisschen weniger. Aber ja, ich werde hingehen und werde das ein bisschen mehr angleichen und werde gucken, was passiert. Fakt ist, das Becken läuft jetzt im Prinzip in der 2. Woche und wir haben noch keine Algen. Das Einzige, was sich halt jetzt im Moment verstärkt bildet, sind diese Bakterienbelege. Ich habe jetzt den Abschäumer komplett rausgenommen, einmal gereinigt davon. Also es ist wie so eine kleine Schleimschicht, die dann auf den Plastikteilen drauf sitzt. Und gerade auf Plastik siedeln die sich sehr, sehr gerne an, beziehungsweise ja, Kunststoffe halt. Und
Habe jetzt dann heute auf Anraten von Norbert damals auch nochmal einen Wasserwechsel gemacht. Ja, 10%, beziehungsweise nee, 25 Liter. Das ist eine runde Zahl, die kann ich besser abmessen. Habe einen Wasserwechsel von 25 Liter gemacht und werde die UVC dann auch partiell ausmachen, damit die nicht so viel Material kaputt macht. Weil einerseits kommen diese Fädchen und diese Bakterienbelege unter anderem auch daher, dass die UVC die zwar platt macht, aber dann dieses abgestorbene Material nicht komplett aus dem Becken rausgeholt wird. Obwohl ich die UVC im Abschäumerbereich ansaugen lasse, dann geht sie wieder hinten in den Beruhigungsbereich, durchläuft einmal wieder die Route. Also normalerweise sollte eigentlich nichts mehr nach oben kommen. Werden wir sehen. Ich werde das so definitiv erstmal machen. Also alles in allem, die, ich sag mal, LPS und einfacheren Korallen und ja, einfachen SPS stehen alle gut, sind alle schön weit offen. Ich habe hier und da noch ein paar Kleinigkeiten auch hinzugepackt. Und der Verbrauch hat sich jetzt von vorgestern auf gestern zumindest erst schon mal beim KH eingestellt. Kann ich euch auch noch mal kurz die Wasserwertetabelle einblenden. Und da könnt ihr sehen, dass mein Calcium immer noch recht hoch ist. Ist immer noch bei 470 und ja, das Magnesium hat sich stabilisiert. Also entweder habe ich da einen Messfehler gemacht oder ja, keine Ahnung. Der ist auf jeden Fall, gestern war auf 1320, heute ist auf 1320, dann passt das soweit. Ja, ansonsten, ihr seht, die Nährstoffwerte gehen langsam hoch. Ich habe es jetzt auf 0,045, das Phosphat, angehoben. Das Nitrat ist... ja, es ist vorhanden, sagen wir es mal so. Der Test zeigt entweder 0 oder 0,25 an und es ist dazwischen. Es ist eine leichte Verfärbung zu sehen, aber die reicht immer noch nicht aus, um tatsächlich auf diese 0,25 zu kommen, die ich jetzt eingetragen habe. Also muss ich da dementsprechend auch noch ein kleines bisschen nachsteuern, damit da mehr Material drin ist. Wobei das N ja genau die gleichen Eigenschaften hat wie das P. Das lässt sich mit Tröpfchentest erstmal nicht nachweisen. Ja, das ist bei dem P, bin ich froh, dass ich den HANA-Checker habe. Darüber kann ich zumindest das Gesamtphosphat feststellen und das funktioniert sehr, sehr gut. Ja, das erstmal zum Stand von Samstag bis heute am Mittwoch und gleich im Anschluss geht es dann weiter mit dem Donnerstag oder Freitag. Schauen wir dann mal. So Leute, Zeitsprung und wir haben Freitagabend. Ich habe jetzt noch zwei Messungen gemacht. Nebenbei laufen oben noch zwei, drei Videos rein. Und ja, was soll ich sagen? Das Becken entwickelt sich prächtig. Ich habe hier und da, wie schon gesagt, leichte Probleme mit diesen Algen, nein, keine Algen, Bakterien belegen. Die muss ich aber immer wieder ein kleines bisschen absaugen, beziehungsweise auch mit der Pipette ein kleines bisschen. Ich puste sie eigentlich weg, ich sollte sie eigentlich absaugen. Aber es ist definitiv weniger geworden, weil ich bin jetzt hingegangen und habe auch die Dosierung von N und P weiter erhöht. Und siehe da, den Korallen geht es auch direkt sehr viel besser. Ich habe auch jetzt seit gestern, seit Donnerstag, ist auch in der Wasseranalyse zu sehen, Nitrat nachweisbar mit 0,5. Heute am Freitag waren es 0,25, also ich kann noch eine Schippe drauflegen. Im Endeffekt beim Phosphat, beim P muss ich dann dementsprechend auch eine Schippe drauflegen. Das ist etwas gefallen von 0,03 rund, glaube ich, runter auf 0,27. Da habe ich jetzt nochmal 1 Milliliter über den gesamten Tag verteilt extra. Das dosiere ich ja. Ich werde wahrscheinlich auch das N über die Dosieranlage laufen lassen, weil ich da mittlerweile auch bei knapp 3 Milliliter am Tag bin. Und das lässt sich eigentlich recht gut dosieren. Ja, alles in allem, ich weiß, ihr könnt es nicht mehr hören. Ich kann mich nicht genug beschweren. Guckt euch die Bilder an, die ich parallel mitlaufen lasse. Unter anderem auch ein paar Filteraufnahmen jetzt abends unter Blau. Das Becken ist mega, mega geil. Das Einzige, was ich sagen muss, ich habe... weiß nicht, ob ich das schon vorher gesagt hatte, aber egal, ich sage es nochmal. Ich hatte zwei Akroporen drin gehabt. Auf der linken Seite, unten auf dem ersten Podest, wo jetzt die Logo steht, da war eine Valida. Die hatte aber schon,
Ja, ich sag mal, ich hatte drüben dann auch einen kleinen Crash in Bezug auf Spurenelemente etc. gehabt. Die war etwas angeschlagen, scheint mir. Weil auch eine andere Koralle, eine andere Akro drüben in dem Becken etwas schwächelt. Und ja, die ist jetzt, habe ich jetzt wieder rübergesetzt. Ich habe die entsprechenden Stellen rausgeschnitten, versucht die gerade zu retten. Also es liegt nicht daran, dass die in dem Becken nicht funktionieren würde, aber ich weiß, drüben in dem Becken wird sie definitiv wieder funktionieren, wenn ich die Werte wieder hinziehe. Aber das ist andere Sache. Tagebucheintrag versuche ich dieses Wochenende noch rauszuhauen. Kriegen wir aber später. Ja, wie gesagt, alles in allem läuft. Die Bakterienbelege unten im Filtersumpf, das hat sich auch einigermaßen gelegt. Was allerdings nicht ganz so gut klappt, sind die Filtercups. Muss ich ganz ehrlich sagen, da waren die Filtersocken besser. Aber die Filtersocken haben halt die Bakterienbelege außen angesiedelt. Das machen die Cups nicht. Dafür lässt sich darüber schlechter filtern. Wobei ich auch im Moment keine aktive Filterung über Watte oder ähnliches brauche. Das Einzige, was ich in diesen Cups im Moment drin habe, ist einmal Aktivkohle und ansonsten nichts. Ja. Ich mache nochmal eine Gesamtaufnahme unten von der Technik und wie es im Moment am Laufen ist, wie der Abschäumer im Moment steht, der sich übrigens gebessert hat. Es war zuerst so, muss ich auch kurz berichten, dass ich, wo ich zu wenig Nitrat drin habe und einen relativ hohen oder normalen Phosphatwert, da war der Schaum irgendwie relativ hart und hat mir den Abschäumerdeckel nach oben weggedrückt. Jetzt, wo es Nitrat erhöht ist, ist das Ganze, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, etwas weicher. Ja, es läuft dann außen besser rum. Also ich habe es nicht nasser gestellt, das steht immer noch auf der gleichen Einstellung. Aber komischerweise, jetzt wo das Nitrat etwas nachweisbar ist und ich ein wenig mehr von dem N dosiere, ist dieser Abschaum, der da oben rauskommt, tatsächlich etwas weicher und drückt mir den Deckel nicht mehr nach oben. Das war nämlich jetzt in den letzten Tagen auch ein Problem, wo ich gedacht habe, oh, das ist aber doof. Ja, dann hat er mir auch oben den Schaum oben aus diesen Luftlöchern rausgedrückt und das ist dann außen zum Teil ein kleines bisschen runtergelaufen. Das lag wahrscheinlich an dem Verhältnis N und P zusammen. Aber habe ich jetzt den Griff gekriegt, jetzt läuft das Ding normal. Schmeißt immer noch ein kleines bisschen Blasen raus, aber wie gesagt, das ist normal. Ja, der wird jetzt noch 1 oder 2 Wochen maximal, wird er hier und da eine Kleinigkeit rauspacken. Solange werde ich dann auch den Blasenfangschwamm noch drin lassen, den ich unten im linken Bereich gepackt habe. Und ja, alles in allem, es läuft, es rennt. Was auch geil ist, wo ich auch nochmal darauf hinweise, das Becken läuft jetzt in der zweiten Woche. Besetzt ist es eine Woche, laufen tut es gesamt 2 Wochen und ich habe keine einzige Alge oben in meinem Becken drin. Nichts. Nada. Das Einzige, was ich halt habe, sind die Bakterienbelege, die ich entfernen muss. Aber sowas habe ich noch nicht erlebt. Das ist absolut genial. Wenn man sich tatsächlich an diesen Weg hält, den ich da eingegangen bin, ich sag's euch jetzt nochmal, wie ich es gemacht habe. Also 10% natürlich ist Meerwasser, der Rest absolut Ocean. Keine zusätzlichen Bakterien. Eine Woche einlaufen lassen, ohne irgendwas dazu zu tun. 2 Tage vorher hingehen und anfangen, Nährstoffe zu dosieren, um den Nährstofflevel anzuheben. Dann, wenn man entsprechend ja, mit dem HANA-Checker Phosphat nachweisen kann, anfangen und nicht anfangen, sondern nach Möglichkeit besetzen. So viel wie möglich. Robuste Korallen. Ganz wichtig. Robuste Korallen, LPS, SPS gibt es auch robuste, wie zum Beispiel Milka etc. Das ist alles momentan noch drin. Was ich jetzt nicht drin habe, sind Lederkorallen. Da bin ich noch auf der Suche nach einer Fidschi. Vielleicht hat ja irgendjemand hier aus dem Umkreis eine, die er gerne zur Verfügung stellen würde. Was haben wir noch? Ja, genau. Und dann entsprechend muss man am Ball bleiben. Dann bin ich dann noch hingegangen und habe dann gleichzeitig, wo die Korallen eingesetzt wurden, dann auch meine Drahtalgen hinten mit ins Refugium reingebracht. Und dann heißt es täglich messen, 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 um zu gucken, wie was passiert. Jetzt zum Schluss, von gestern auf heute ist zum Beispiel unter anderem auch das Calcium gefallen von 470 auf 460.
Werde ich weiterhin beobachten. Momentan brauche ich noch nicht dosieren, weil ich möchte es mindestens so um die, ja, auf die 410, 420, so um den Dreh möchte ich es haben. Und ja, das ist der Weg bis jetzt. Und das Ergebnis seht ihr an den Bildern selber. Ich bin mehr als begeistert. Ob das jetzt Lampe ist, ob das jetzt die Vorgehensweise beim EPORIF ist, da muss ich auch nochmal ein ganz, ganz großes Lob an den Norbert Dammers rausnehmen. Beide Daumen für dich hoch. Danke für die Unterstützung und für die Ratschläge. Er ist der EPORIF-Meister, pauschal gesagt. Er weiß, wie es geht. Er arbeitet tagtäglich mit dem Zeug und hilft den Leuten hier und da dann bei Problemchen. Und den Weg, den er bisher gegangen ist, ja, den habe ich ein kleines bisschen erweitert. Habe es, ich sage jetzt mal, riskanter gemacht, weil direkt komplett besetzen und gucken, was dann passiert. Also bis jetzt läuft es super. Und es geht auch momentan nichts kaputt. Alles im grünen Bereich. Ja, jetzt habe ich schon wieder lang genug geredet, oder? Alles in allem, Fazit für die erste Woche: Korallen besetzen. Wir haben keine Algen. Wir haben rückgehende Bakterienbelege, weil ich auch mit der UV partiell arbeite, wie ich es gesagt habe. Läuft nicht voll durch, sondern immer nur teilweise. Wir haben KH-Verbrauch. Wir gehen mit den Nährstoffen hin und füttern dementsprechend. Und den Korallen geht's klasse. Ach ja, Thema Licht, hatte ich ja angefangen bei 30%. Ich habe das jetzt von gestern auf heute hochgesetzt auf 40%. Und die Bilder jetzt hier blende ich euch nochmal kurz ein. Wie zum Beispiel die Gonio war zum Beispiel die ganze Woche über nicht so richtig offen vorne im Bild. Nachdem ich die Lichtintensität erhöht habe und auch gleichzeitig ein bisschen N erhöht habe, kommt diese Koralle jetzt auch raus und macht die Polypen auf. Also ist im Prinzip in diesem Becken alles offen. Steht alles gut. Es ist nicht wirklich was eingegangen in Bezug auf ja, diese Phase. Also die SPS, die ich wieder zurückgesetzt habe, die waren schon angeschlagen, war, so wie es aussieht. Weil, wie gesagt, ich habe drüben im anderen Becken hatte ich wahrscheinlich Nährstoffprobleme bzw. Jodprobleme und das haben sie dann nicht ganz so mitgemacht. Okay, jetzt reicht's aber. Ich würde sagen, für diese Woche reicht's. Ich mache weiter so und versuche jetzt das nächste Video über die Lampe zu machen. Gleichzeitig das Tagebuch hier für dieses Becken läuft weiter in etwas abgespeckter Version. Wenn es dann jetzt weiterläuft, brauche ich nicht mehr jeden Tag zu dokumentieren, denke ich mal. Ja, Lampenvideo soll kommen. Über die Pumpe muss ich auch noch was bringen, definitiv, weil die Aquabee, das ist eine sehr, sehr geile Pumpe. Und wie gesagt, das Tagebuch läuft weiter. Da versuche ich jetzt wöchentlich noch ein entsprechendes Video zu bringen, wenn sich was tut. Wie gesagt, wenn sich nichts tut, bringt das auch nichts. Und ich würde sagen, ich habe genug geredet für heute. Wenn euch das hier gefallen hat und wenn euch das Projekt gefallen hat, lasst mir doch bitte den Daumen nach oben da. Solltet ihr diesen Kanal hier noch nicht abonniert haben, abonniert ihn doch bitte, macht die Glocke an, dann hört ihr auch, wenn ich wieder einen raushaue. Und bis zum nächsten Mal in diesem Sinne, wir sehen uns, euer Viper. Ciao!